this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir nochmal in Stumblegeist. Ich habe eine ganz lustige Challenge, glaube ich. Also, ihr könnt ja mal gleich sagen, wie ihr die fandet nach dem Video. Aber ich würde sagen, vorher gönne ich mir noch hier die kostenlosen Preise mit euch zusammen. Vielleicht ziehe ich hier was Geiles. No, God! No, God, please, no! No! So, jetzt kommen wir aber zu Challenge, weil die Ausbeute war ja jetzt noch nicht ganz so geil, muss man sagen. Ja, ich bin nicht zufrieden damit, aber vielleicht ziehe ich ja morgen wieder besser. Jetzt kommen wir zu Challenge, wie gesagt. In der ersten Runde muss ich Dritter sein, in der zweiten Runde muss ich Zweiter sein und in der letzten Runde Erster sein. Das ist mein Ziel. Mal sehen, wie lange wir dafür brauchen werden. Ja, man könnte sagen, so schwer hört sich das gar nicht an. Ich weiß es gerade noch gar nicht. Die erste Runde ist auf jeden Fall schon mal vorbei, weil hier kann man gar nicht Zweiter werden. Deshalb muss ich in den Tod springen. Ich überlege, ob ich die Challenge umschreiben soll und das vielleicht sogar cooler wäre zu sagen. Ich muss jede Runde Erster werden. Auch wenn ich das Ganze schon mal geschafft habe. Das ist ja jetzt nicht unmöglich, das Ganze zu schaffen. Aber wahrscheinlich dann doch schwerer als die andere, die ich mir gerade ausgedacht habe. Also gerade eben, die wir erst hatten. Deshalb würde ich sagen, müssen wir jetzt alle Runden Erster werden. Okay, das sieht noch machbar aus. Sehr, sehr machbar aus. Okay. Zumindest die erste Runde ist, glaube ich, schon mal eingetütet. Oh, oh. Ja, die müsste eingetütet sein, die erste Runde. Nice. Wir sind also in der ersten Runde Erster geworden und versuchen jetzt in den restlichen Runden auch Erster zu werden. Also nicht so, wie ich die Challenge vorher geplant hatte. Ich dachte, vielleicht wäre es ganz witzig, dass ich genau timen muss, als Dritter reinzukommen. Das heißt, es kommen vier Leute reingelaufen gleichzeitig und ich muss irgendwie versuchen, genau dann reinzulaufen, dass ich Dritter werde. Aber man kann ja auch gar nicht sehen, welcher Platz man war. Deshalb wäre es ein bisschen strugglig. Wir machen es doch anders. Sorry für die Verwirrung, die ich gestiftet habe, dass ich das erst anders machen wollte. Aber ich schreibe es einfach mal in dem Moment, wo ich das sage, rein, dass ich das Ganze anders machen möchte. Oh, das ist natürlich jetzt eine echt, echt miese Map. Also hier müssen wir sehr schlau spielen, um hier Erster zu werden, ist die Frage, ob wir das schaffen. Bei manchen Maps geht das Ganze natürlich relativ einfach, aber bei manchen Maps ist es dann doch schon schwieriger. Das ist die Frage, links oder rechts? Eins wird es auf jeden Fall sein von beiden. Links oder rechts, was ist es wohl? Normalerweise würde ich testen, aber ich muss ja Erster werden. Okay, er hat's. Okay, ich gehe rechts. Nein, das war es wahrscheinlich mit der Runde, ne? Dann ist es links, wo man lang gehen. Oh nein, es war nicht links. Nein, es war hier lang. Oh Mann. Zu spät. So, neue Runde, neues Glück. Und eine Map, die ich ein bisschen gefährlich finde für die Challenge, weil hier kann es schon mal gut passieren, dass man nicht Erster wird. Jetzt sind wir schon auch nicht so gut gespawnt und es passiert halt schon mal gerne, dass man hier mindestens einmal von einer Kugel getroffen wird oder sowas. Deshalb muss ich mich hier auf jeden Fall sehr ranhalten, wenn ich hier den Ersten haben möchte. Ich gebe mein Bestes. Jo, sehr gut. Gebe ich mein Bestes. Bin doch ein Tick zu schlecht. Oh nee, jetzt kriege ich noch nicht mal die Stelle dahin. Nee, wenn ich schon sehe, wie der Typ da durchzieht. Das war's. Ja gut, ey, wir hätten es sogar schaffen. Oh, nein, ich dachte, er macht den Ehrenmann. Schade, neue Runde, neues Glück. Och nee, Leute, das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass zweimal die Kanon-Map kommt. Das wird also ziemlich schwer. Oh Mann, ich gebe mein Bestes. Ich versuche hier irgendwie mit der Horde mitzulaufen. Lass mich zwar treffen und nochmal treffen. Ach komm. So, die Ice Map, okay. Hoffentlich kann keiner von denen den Trick. Ich versuche ihn selber auch, obwohl es risky ist, weil ich verkacke ihn des Öfteren mal. Lol. Ist hier nur ein Echter drin, oder was? Könnte sein, dass hier nur ein einziger Echter drin ist. Das wäre gut für mich. Dann wäre die Challenge natürlich deutlich einfacher, wenn ich hier nur einen echten Gegner habe. Es sah am Anfang so ein bisschen danach aus, als wäre hier nur ein Echter. Weil
eben nur einer den Dash gemacht hat. Vielleicht war hinten auch noch ein echter, den wir nicht gesehen haben, dass er den Dash gemacht hat. Aber die erste Runde haben wir. Mal sehen, ob wirklich gar keiner außer wir zwei ins Ziel kommen jetzt. Kommt endlich mal nicht diese Kackmap und dann habe ich nur einen echten Gegner. Oder was? Na egal, nehme ich mit. Dann wird die Challenge wohl doch nicht mehr so schwer, versuchen wir einfach nur gegen einen Gegner zu gewinnen. Aber vielleicht bekommen wir jetzt wieder so eine Map, wo man gar nicht Erster werden kann, weil es einfach nur eine Überlebensmap ist. Ah gut, wir haben Glück gehabt, die Jungle Roll. Da wird es wohl machbar sein. Ja, wenigstens eine Map, wo man ein Rennen macht. Aber vielleicht ist ja Petro ja gar nicht so schlecht und dann ist die Challenge nicht so einfach. Ich glaube, Petro ist ein ziemlich guter Player, hoffe ich mal. Damit wir wenigstens eine Herausforderung haben gegen Petro. Das läuft aber bislang bei uns sehr gut. Ich riskiere es und mache einmal diesen Jump hier und dann laufe ich durch. Ja, okay. Sind wir ehrlich, selbst wenn hier noch mehrere Echte drin gewesen wären, hätte ich die Runde wahrscheinlich für mich entschieden. Vielleicht wären ein, zwei Leute noch mitbekommen, aber... Also vielleicht wäre noch einer in Battle gewesen, aber die Stelle schaffen meistens nicht so viele. Klar, die Guten von euch schaffen das auch alle auf jeden Fall. Aber in so einer normalen Lobby schaffen das bei mir meistens nicht so viele. Der Petro kommt noch irgendwie als Zweiter rein. Er läuft da außen rum, sehe ich gerade da hinten. Und jetzt gucke ich noch Bots zu. Im Video überspringe ich das mal. So, und jetzt ist das Finale. Wir können es uns also jetzt gönnen, theoretisch den Win. Aber ich und Petro werden wahrscheinlich gegen die Bots komplett reinjoken, weil wir haben beide am Anfang schon gejoked. Ich bin so schlecht. Ich wollte so offensiv gehen und habe erstmal richtig miese gemacht. Aber ich und Petro teilen uns hier wieder die ersten beiden Plätze. Er will oben lang gehen, das ist auch schlauer. Ich bin meistens zu schlecht für oben lang, aber für unten lang bin ich auch zu schlecht. Das heißt, Petro gewinnt das Ding und ich kann hier hinten ausrasten. Meine Fresse, ich komme noch nicht mal voran. Beweg dich doch, du Affensohn. Ist Petro wenigstens an der letzten Stelle schlecht? Nein, Petro ist nicht an der letzten Stelle schlecht. So, neue Runde, neues Glück. Wir haben direkt mal eine random Map, wo es einfach nur auf Glück drauf ankommt, ob man eben Erster wird oder nicht. Wir versuchen uns trotzdem den Ersten zu gönnen und machen das Ganze auch easy. Ich sag mal hier und dann go! Let's go, Alter! Oh mein Gott. Habt ihr das schon mal gehabt? Ist schon mal jemand von euch ohne einmal zu verkacken durchgerannt und selber alles ausgelöst? WTF? Das ist ja... Junge, was geht hier ab? Jetzt volle Konzentration, also jetzt wirklich volle Konzentration. Das muss jetzt mein Win werden, Alter. Das muss jetzt mein Win werden. Nee! Dein Ernst jetzt? Oh, nee. Oh, nee. Mein Kryptonit, mein äußerstes Kryptonit. Ja, genau, ich werde noch getroffen. Wovon denn? Ich bin doch schon längst gejumpt gewesen. Ja, ich bin so kacke, Mann. Ich könnte ausrasten. Ich heule bei der Map nur noch. Es ist halt, weil ich dann auch noch unbedingt gewinnen will, bin ich noch schlechter. Ja, genau. Fall durch den Boden, du Affensohn. Okay, einer geht links. Also es muss rechts sein, damit wir gewinnen. Es muss rechts sein. Bitte, bitte spiel. Alter Jungs, nein! Zum Glück haben. Nee, wir haben kein Glück, weil der Typ einfach diesen Leonard vorlässt. Komm schon, gönnt mir, Jungs, gönnt mir. Ja. Ja! Ja! Let's go! So wie das da oben scheint, hat er echt noch viele Felder. Wenn er jetzt nicht echt schlecht spielt, hat er das Ding gewonnen. Also verliere ich hier wirklich gegen den. Nee, kommt Jungs. Kann mir keiner erzählen. Kanon Klein, Junge. Wahrscheinlich werde ich hier Erster. Oder? Ist das etwa Yoda? Was laber ich? Für einen Stuss. Laber einfach nur Müll, hört mir einfach nicht zu. Ich verliere das Ding doch sowieso. Sie versuchen mich zu stoppen, doch ich werde Erster doch sowieso. Let's go! Let's go, guys! Let's go, guys! Okay. Oh nein, Leute! Das kann doch nicht wahr sein! Wie oft habe ich die Runde jetzt schon verloren? Also hier die Map im Finale. Also einmal mindestens. Einmal nur, ja, dann war es ja doch nicht so schlimm. Aber keinmal wäre besser. Wir gehen oben lang. Nee, ich wusste noch nicht mal, dass das geht. Nein, nicht dein Ernst.
Nicht dein Ernst, bitte gönn mir. Bitte gönn mir, Bro. Nein. So, Jungs, letzter Versuch, glaube ich, vor meinem Training, weil ich gehe gleich trainieren sind. Und dann musste ich wohl danach weitermachen, obwohl ich danach eigentlich vorhatte, hier nicht zu verkacken. Nein, eigentlich hatte ich vor, für einen Test für morgen zu lernen. Nein. Warum so schlecht auf einmal? Ich hatte so einen guten Anfang, ich hatte so einen guten Start. Ich muss den Gegner noch überholen und hoffen, dass er... Fuck, was ist hier los? Oh, eigentlich hatte ich vor, danach noch für einen Rallye-Test zu lernen. So, hoffentlich kriegen wir eine gute Map. Und hoffentlich kriegen wir eine gute Map, sagte ich noch. Und das haben wir nicht bekommen, schade. Also, es riecht mir auch nach vielen Bots in der Runde, aber nehme ich mit. Solange, wie ich schon dran bin. Ich riskiere. Das Riskieren hat sich schon wieder gelohnt. Let's go, guys. So, wir haben es schon zum 1000. Mal ins Finale geschafft. Und jetzt tatsächlich mal die Laser-Map. Nicht zum ersten Mal heute, aber zum ersten Mal in der Challenge. Ich habe vor dem Video ein, zwei Runden Stumble Guys schon gespielt, muss ich zugeben. Also leicht eingespielt war ich eigentlich sogar. Und da kam schon die Laser-Map im Finale, aber in der Challenge noch gar nicht. Bin ich nicht unzufrieden mit. Es sind zwar auch viele Bots hier drin, aber auf jeden Fall ist die Mumie keiner und ich glaube, dieser rote Rennfahrer, den habe ich auch schon mal dächtend sehen. Also wir haben es jetzt nicht super leicht, aber schon ein bisschen leichter auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass es jetzt perfekt ist, wenn ich es jetzt schaffe, weil dann kann ich noch nach dem Training das Video schneiden und dann direkt mit dem Lernen anfangen, weil ich ja immer noch einen Test schreibe, wie eben gesagt. Also ein Rallye-Test noch, ein bisschen nervig, aber da muss man durch. Also hoffen wir mal, dass das Ganze hier perfekt läuft. Nur noch der Mumien-Typ. Konzentration. Ich habe hier mal von so einer... Also ich habe jetzt keine Taktik oder so, ne? Aber was ich mal gesagt habe, man muss ruhig bleiben bei der Map. Man darf nie zu überhastig werden. Man muss immer gucken, wo die Dinger sind. Mein Gegner war nicht gut. Ich habe die Challenge nach 1000 Jahren geschafft. Bin super happy. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Einfach nur traurig. Aber vielleicht bin ich jetzt ja wieder ein bisschen besser ins Double Guys geworden. Vielleicht war das jetzt nochmal so eine Aufrichtung. Ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Don't you try to blame me for the nice guy.